Hallo, Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer weiteren Folge vom realen Irrsinn. Ja, und auch diese Folge ist wieder von unserem Schildi vorgeschlagen worden. Und sie heißt das Horizontobservatorium. Ja, ich bin da mal gespannt. Also Observatorien kenne ich, aber dass man den Horizont jetzt observiert, das ist mir neu. Aber ich denke mal wieder, es ist wieder eine kolossale Verballerung von Steuermitteln für nichts und wieder nichts. Und wir kennen ja die Vorschläge von unserem Schildi. Die sind immer wunderbar und machen Spaß beim Reacten. Und ich kann mich da immer so wunderschön aufregen dabei. Das liebe ich so. Das macht mich immer hellwach. Ich habe noch hier vor meinem Dingsschnitt, das muss ich mal einen kurzen Schluck trinken. Ja. Und wir machen mal einen Wechsel in den Chat-Bereich, dann in den Live-Bereich und schauen uns zusammen das Ganze an, was es damit auf sich hat. Viel Spaß euch! Ein Wahrzeichen des Ruhrgebiets, das Horizont-Observatorium auf der Halde Ruhrwart. Was Sie hier sehen, ist die stilistische Form der Erdkugel mit dem Äquator und dem Nullmeridian. Und für was, bitteschön, muss man das mitten da in die Pampa pflanzen, wo es kein Mensch interessiert und kein Mensch braucht? Und ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen dafür draufgegangen sind. Weil ihr habt damit Sicherheit auch den Weg genau bis dahin gebaut. So wie er auf dem Globus sozusagen dargestellt ist. Aha, hier wurden der Äquator und der Nullmeridian nachgebaut, wozu eigentlich? Es geht um die Beobachtung der Sonne, und zwar der Auf- und Untergangspunkte der Sonne auf dem Horizont. So, und für was zum Geier braucht man das? Ich meine jetzt nur, also ihr kommt von der Volkssternwarte Recklinghausen. Ich glaube, die kennt mein Mann. Er sagt jetzt nichts. Also er hat zum Beispiel entweder nicht gehört oder, genau. Habt ihr da nicht genügend Instrumente, Teleskope, Computer und sonst irgendwas, um das direkt da zu machen und müsst nicht so ein... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Ding hässlich. Dieses hässliche Ding da in die wunderschöne Umgebung zu pflanzen und dann dafür was mitzumachen? Interessiert das überhaupt irgendjemanden außer Astronomen? Das ist eine uralte Kulturtechnik, wie man sie vor Jahrtausenden schon angewandt hat. Ja, die haben aber wenigstens die Sache so gebaut, dass sie in die Umgebung passt und wahnsinnig. Das ist unsinnig. Stonehenge zum Beispiel ist ein sehr prominent. Du hast jetzt nicht allen Ernstes wirklich Stonehenge mit diesem hässlichen Ding verglichen. Nicht wirklich. Nicht allen Ernstes. Also, das ist jetzt... Also, nee. Mein Mann kommt gerade ja... Mal gucken, was er dazu sagt, wenn die das jetzt nochmal zeigen. Das Beispiel dafür. Ein modernes Stonehenge also. Man wollte für die Ewigkeit bauen, denn Stonehenge gibt es ja seit rund 5000 Jahren. Ja, also, das ist Stonehenge. Das Könntest du den Stuhl bitte stehen lassen? Entschuldigung. Ein kulturell und historisch und baulich tolles Objekt, finde ich. Ja, und das, was du gerade eben mit diesen Metallkreisen gesehen hast, das ist das Sonnenauf- und Untergangsobjekt des Horizontalobservatoriums in Recklinghausen. Okay. Und das hat er allen Ernstes damit verglichen. Oh mein Gott. Ja, siehst du? Seht ihr? Ich hab's gesagt, er sieht das genauso. Das ist doch was völlig anderes als... Ja, vor vielen tausend Jahren haben die Menschen auch schon den Horizont beobachtet und die Sonnenauf- und Sonnenuntergangspunkte markiert. Und das wollen sie da auch machen. Nur die Leute früher haben das schön gemacht. Das passte sich wunderbar in die Umgebung ein. Das Ding ist gottenhässlich. Ganz so lange hat das Horizont-Observatorium nicht gehalten. Im November. Das hast du jetzt nicht gehört. Das hat doch nicht mal so lange gehalten. Das ist also anscheinend schon kaputt. Geil. Aber sie haben bis jetzt noch nicht gesagt, was es gekostet hat. Wofür stellt man sowas in die Natur? Keine Ahnung. Ich sag ja, ich weiß es nicht. Musst du das Volksobservatorium... Weißt du nicht? Okay. 2008 haben wir das Bauwerk eröffnet und im Januar 2009 mussten wir es leider schon wieder schließen. Wow, das hat ja echt lang gehalten. Nicht mal ein halbes Jahr, glaube ich jetzt.
Ich hatte jetzt gerade, also ich weiß, 2008, 2009, also innerhalb eines Jahres war das schon wieder hinüber. Spitze. Wunderbar, toll. Und wie viel hat's gekostet? Ich will immer noch den Preis wissen. Da konnten die Besucher doch ganze 2 Monate den Horizont observieren. Ah, 2 Monate, das war schon ein halbes Jahr. Nur die letzten 6 Jahre blieb das Bauwerk geschlossen. Wow, 6 Jahre steht das jetzt schon da. Das heißt, wir haben jetzt 2015 gehabt, als diese Folge rauskam. Na spitze, 2 Monate und ich werde immer noch wissen, was es gekostet hat. Wie teuer war das nochmal? Also das Bauwerk selber hat 2 Millionen Euro gekostet. Wow, hey, das ist ja, das, also wenn ich mir überlege, ich hatte ja am Anfang meiner React heute, also von den realen Irrsinn-Folgen, hatte ich ja das in Duisburg, das hat 11,8 Millionen gekostet. Da sind die 2 Millionen ja ein richtiges Schnäppchen. Aber 2 Millionen, allen Ernstes, für das hässliche Ding? Also mit ein bisschen Draht hätte ich euch das für 2,50 Euro hingestellt. Unter dem gibt es ja nichts, was gebaut wird. Das ist ja, und dann trotzdem Schrott. Naja, Schrott kann man so direkt nicht sagen. Ja, da doch. Hat sich nur ein kleiner Riss im Äquator aufgetan. Und damit die Welt nicht völlig aus den Fugen gerät, gibt es diese Stützen. Aber wow, die sind so wunderbar. Die haben das noch viel schöner gemacht. Und hallo, man baut irgendetwas aus Metall mitten in die Pampa für 2 Millionen Euro und geht dann noch nicht mal hin und benutzt Material, das gegen die Witterung beständig ist? Den Bauleiter, der dieses Ding geplant hat, den würde ich hochkant feuern. Aber wer daran schuld? Das untersuchen Gutachter. Wie hoch waren die Gutachterkosten nochmal? Die belaufen sich mittlerweile auf 970.000 Euro. Wow, auch fast 1 Million. Wow, da sind wir ja schon bei 3 Millionen für das Bauwerk. Und wie viel hat diese Stütze gekostet, um das zu sichern? Aber dafür sind die Experten auch zu einer interessanten Empfehlung gekommen. Will man es, wie es ursprünglich beauftragt war, nämlich ohne zusätzliche Hilfsmittel stehen lassen, dann haben Sie recht, dann empfehlen die Gutachter einen Abriss und einen Neubau. Kostet dann wieder 2 Millionen, also der Aufbau, beziehungsweise ich denke mal eher mehr, weil man muss ja dann entsprechendes Material machen und Kistengeile, du hast recht mit deinem Oh mein Gott. Und der Abriss kostet auch nochmal Geld und Steuergelder. Für was? Für was? Wenn das wirklich jemand dahingestellt haben will, zahlt's aus eigener Tasche. Aus eigener, nicht aus Steuergeldertasche. Das kostet nochmal 2 Millionen Euro. Ist doch für die Ewigkeit. Hätte man lieber oben eine Würstchenstand hingemacht. Zum Bleistift. Ja. Ey, das ist geil. Genau, da bin ich auch dafür. Würstchenstand. Warum nicht? Bei 5 Millionen Euro Gesamtkosten ist eh schon alles Wurst. Genau, ja, das ist ein schönes Bild. Das kann ich dann auch am Ende benutzen, um als Thumbnail zu nutzen. Genau. Also, das ist echt. Das ist wieder mal. Also, erstmal, Schildi. Dankeschön. Dankeschön für diese Folge. Ist geil. Also, 3 Millionen haben sie schon verpulvert für ein Bauwerk, was kein Mensch braucht. Die Mehrzahl der Menschen, die da wahrscheinlich hinkommen, nicht mal haben möchte, um etwas zu bauen, was historisch. Hey, bei Stonehenge haben die Leute ohne Gelder gebaut und das Ding hält seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden. Ja, also bitte. Das hat nicht mal 2 Monate gehalten. Vergleich hinkt. Gewaltig. Der ist schon verkrüppelt. Also der Vergleich. Ah ja, das ist wieder mal typisch. Wir haben es ja, wir werfen es zum Fenster raus, weil sonst haben wir damit nichts zu tun. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich werde mich mal informieren für meinen nächsten React-Stream. Vielleicht habe ich es bis dahin rausgefunden, ob es dieses Ding noch gibt oder ob das Ding neu gebaut worden ist oder wie auch immer. Falls jemand das sieht aus Recklinghausen oder der Nähe und das weiß, bitte mal unten in die Kommentare damit. Würde mich freuen, da eine Reaktion zu kriegen und entsprechend zu wissen, was damit geworden ist.
Ansonsten bleibt mir für dieses Video nur zu sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Reaktion eurerseits freuen. Sei es ein Däumchen, sei es ein Abo, sei es eine aktivierte Glocke, wobei die natürlich in Verbindung mit dem Abo am besten wäre. Sei es ein Kommentar unten in der Kommentarsektion mit, wenn ihr habt Anregungen, Vorschläge, Kritik oder Ideen oder sonst irgendwas, was zu dem Kanal interessant ist. Wenn ihr dem Ganzen auch das auf extra 3 machen wollt, unten in der Beschreibung ist das Video verlinkt. Da könnt ihr dann draufklicken, da landet ihr direkt da und könnt da auch, wie ich das jetzt mache, ein Däumchen nach oben da lassen. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon für dieses Video. Mir bleibt dann nur zu sagen, bleibt alle gesund, schaut euch andere Videos auf meinem Kanal an und wir sehen uns wieder. Bis dahin, tschüss, eure Josie.